Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder den PC Tycoon 2. Wir können für unsere Mitarbeiter eine gemeinsame Schulungsreise, ja komm rein da, wir ballern hier raus. So, und heute wollen wir nicht ein Betriebssystem machen, sondern heute wollen wir unser erstes Gerät, sage ich mal, bauen. Denn heute wollen wir ein Laptop kaufen. Nicht kaufen, bauen. Junge, schon wieder maximal verwirrt. Und dann kaufen wir uns hier auch mal erstmal direkt alles rein. So. Kaufen wir hier einmal alles durch. Dass wir hier natürlich auch alles haben. So. Ist jetzt nur die Frage, ob das natürlich alles funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe natürlich. Batteriekapazität, die muss natürlich auch hochgeballert werden. Das ist ja ganz klar. Junge, wie viel kann man hier schon wieder klicken, Alter? Schon wieder eine halbe Ewigkeit bin ich hier am Klicken. Ah, jetzt habe ich alles durch. So. Klicken. So, perfekt. Das hier einmal noch. So. Okay. Dann kann ich jetzt hier einmal Laptop. STGM Laptop V1. So. Jetzt müssen wir halt hier gucken. Das hier ist, glaube ich, mein Prozessor. Ne? Das ist dann der Prozessor V21. Ich glaube, den nehmen wir sogar. Oh, perfekt. Die Kühlung muss höher als die Wärmeableitung sein. Ah, okay. Man musste einfach nur 1% runter, okay. Okay, da kann ich das Mainboard, glaube ich, nicht nutzen, ne? Der Formfaktor des Mainboards ist zu groß, okay. Dann können wir hier eigentlich irgendwas nutzen. Den könnten wir nutzen. 4,9, 3,4, 7,9. Nehmen wir den hier, 7,9. Zack. Das ausgewählte Mainboard unterstützt den ausgewählten RAM-Typ nicht. Ah. Ist die Festplatte gut? Ja, okay, nur RAM-Typ. Gut. Machen jetzt hier erstmal kurz alles. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal kurz bei den Techniken gucken. Hier Mainboard. RAM. Das hier ist ein Mainboard, ne? Ich bin gerade überfragt. Ist das jetzt das Mainboard? Das ist eine Grafik. Das ist... Ah, das hier ist tatsächlich Mainboard. Okay. Kann ich das nutzen? Nö. RAM-Typ. Ich muss ein... Warte mal. Das ausgewählte Mainboard unterstützt den ausgewählten RAM-Typ nicht. Mainboard, so. RAM-Typ. Ich muss RAM-Typ. Hier ist nichts mit RAM. Hier ist halt nur der Speichertyp. Aber nicht RAM. Der Formfaktor des Mainboards ist zu groß. Was ist... Ah, hier der Formfaktor. Okay, denn das hier. Und bei dem ist was? Ausgewählter RAM-Typ nicht, okay.
Bringen wir mal den. Ist auch RAM-Typ. Mich gerade nur Frage ist. Nee, es geht halt trotzdem nicht. Das heißt, ich müsste, glaube ich, nur am Formfaktor was ändern. Oder? Jetzt steht der komplette RAM-Typ und er wird nicht unterstützt. Der Formfaktor des Mainboards ist zu groß. Ja, das habe ich gemerkt. Okay. Ich glaube, da muss ich doch nochmal ein Mainboard V2 rausbringen. Ich nenne den dann SCGM Mainboard Laptop. Die Frage ist halt nur, was passt dann für den? Aber kann ich nicht. So, ich habe jetzt den genommen, so. Ja gut, Leute, ich kann den so nicht bauen. Das heißt, ich muss noch ein neues Mainboard, nämlich V2, nehmen. Aber warte mal. Zurück. Den Namen will ich auch oben ändern. Kann ich auch... Ah, perfekt. STGM Laptop. Laptop. V1. Nicht V2, V1. So. Formfaktor. Maximale Anzahl von Ports ist Formfaktor. Steckplätze, Stärke. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich mache einfach hier ATX. So. Dann sollte das nämlich, glaube ich, denke ich mal, funktionieren. So. Okay, jetzt gibt es hier wieder irgendwie ein Problem. Der ausgewählte Formfaktor kann nicht über so viele Ports. Junge, was? Ah, okay, das hier ist das. Vielleicht das hier mal wieder hoch. So. Okay, ab 4 geht's. Ja, dann ballern wir den eben kurz einmal raus. Und dann gucken wir nämlich mal, ob das was bringt. Ah, 7 Milliarden waren das, glaube ich. Geil. Die schmecken natürlich in meiner Tasche. Ah, die Mitarbeiterschulung ist auch abgeschlossen. Jetzt arbeiten sie auch wieder. So. Und dann kann ich nämlich das auch kaufen, endlich. In unserem Betriebsmittel wurde ein Sharing. Ja, natürlich. Beheben. Natürlich beheben wir das Problem. Okay. Gleich ist es fertig. Oh, Forza Horizon 5 ist da. Nach Ewigkeiten. Was steht da? Spende. Einer der Mitarbeiter bot an, einen Teil der Unternehmensmittel für Wohltätige. Wir spenden hier einfach mal so. Zack. Ah, fertig. Perfekt. So, ballern wir den einmal kurz raus. Ja, so.
Machen wir auch einfach das, weil ich will jetzt hier nicht mein ganzes Geld dafür ausgeben. Ja, 5,6, bla bla bla. Ich will dieses Ding eigentlich auch nur produzieren für. Warte mal, ist das jetzt auf dem zweiten Platz sogar? Tatsächlich. Laptop V1 ist auf dem zweiten Platz. Okay, so. Und jetzt müsste ich doch das mit dem Laptop hinkriegen. SDGM Laptop. Laptop V1. Hallo? V1, danke. So. Den können wir, glaube ich, nicht nutzen, oder? Testen wir mal. Nö. Warum? Die Kühlung muss höher als die Wärmeableitung sein. Das geht auch nicht, okay. Warte mal. Gut, so. Die Kühlung muss höher als die. Die Kühlung muss höher als die Wärmeableitung sein. 1000 Watt, 1200 Watt. Der ist immer noch zu groß. Ernsthaft? Der Formfaktor ist immer noch zu groß. Ah, da muss ich noch einen SCGM. SDGM Mainboard? Nein. V2, so. Dann machen wir einmal den Micro ATX. Warte mal, was ist jetzt hier das Problem? Also wieder Ports. Okay, ändert sich gar nichts. Da ändert sich auch nichts. Der ausgewählte Formfaktor verfügt möglicherweise nicht über so viel Speicherplätze. Der ausgewählte Formfaktor kann nicht über so viele SATA-Anschlüsse. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Oder dann sag mir doch, was ich hier ändern soll, Alter. Das ist auch nicht das, was ich will. Ja, Bruder. Woher soll ich denn jetzt wissen, wie viel du. Der ausgewählte Formfaktor. Oh, meine Fresse, Alter. Ah, hier muss ich es umändern, okay. So, 8 ist zu viel. 7, 4. 4 geht, oder was? Ja, 4 geht, okay. Das kann ich so lassen. Okay, 1 mal 2 geht auch noch, mal 3 geht auch noch, mal 4 geht auch, mal 5. Mal 5 ist zu viel. So, hier, das geht. N.2 Steckplätze geht auch, das geht auch, okay. 5, 4. 3, 2, 2. Mal 1. Geht auch. So. So. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. USB-Typ A. So. Drei passt noch. Warte mal, wir ballern mal kurz auf 100%. So. Okay, das sind zu viele. 9 sind auch zu viele. 8. 8 passen, okay. So, und jetzt muss ich noch was machen. Ein Mainboard kann nicht mehr Speicherkanäle als Speichersteckplätze haben. Was heißt das genau? Ah, Steckplätze hier. Ja, Leute, ich kann irgendwie keinen Laptop rausbringen. Es geht irgendwie nicht. Das ist auch schon echt kacke. Leute, ich würde sagen, wir haben trotzdem hier einen Laptop rausgebracht, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da.
Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit kein Video mehr verpasst. Habt einen guten Tag. Haut rein oder euer Sandro. Ciao, ciao.